Herzlich willkommen, meine Wenigkeit, der Sky, schön, dass du eingeschaltet hast zu diesem Unreal Engine 5 Tutorial. Heute geht's darum, wie du Untertitel hinzufügen kannst, also du importierst eine Audiodatei, wo ein Charakter von dir irgendwas sagt und du willst dort Untertitel hinzugefügt haben. Das ist sehr, sehr leicht. Wir fangen erstmal in dem Tutorial damit an, eine Zone zu kreieren, wo dieser Sound wiedergegeben wird und danach erstellen wir die Subtitle. Also wenn du dich nur für die Subtitle interessierst, spul einfach vor, unten sind die Timestamps ja auf YouTube markiert. So, kommen wir jetzt mal zu dem Tutorial. Wir gehen hier unten links auf den Content Drawer oder den Content Browser und erstellen eine neue Blueprint-Datei. Rechtsklick, Create Blueprint Class und die Klasse ist ein Actor. Diese Datei nennen wir bp-audiozone. Die öffnen wir jetzt und letztendlich haben wir jetzt hier unseren Blueprint-Editor, wo wir oben links Komponenten hinzufügen können, wie zum Beispiel, wir klicken auf Add eine Box, eine Collision Box. Wir wollen also, wenn wir hier auf Add draufgeklickt haben, nach einer Collision Box suchen und diese auch einfügen, damit das Ganze so aussieht. Ich werde direkt die jetzt vergrößern, damit wir hier eine etwas größere Collision Box haben. Ich mache die mal auf 200x200x200, damit die ein bisschen größer aussieht. Wir sagen Compile und Speichern. Gewöhnt euch das am besten wirklich immer an, einfach direkt Compile und Speichern zu drücken, dann erspart ihr euch sehr viel Kummer, wenn die Engine mal crasht. So, als nächstes werden wir Folgendes machen. Wir gehen hier oben auf den Event Graph. Wenn ihr den Event Graph hier oben nicht gelistet habt, könnt ihr auch einfach hier links an der Seite einen Doppelklick auf Event Graph machen und kommt ebenfalls hier hin. Wir haben hier Event Begin Play, Begin Overlap und Tick. Das können wir markieren und löschen, das benötigen wir heute nicht. Stattdessen klicken wir hier oben links wieder auf die Box drauf, scrollen auf der rechten Seite im Details Panel hier runter, bis wir ganz unten auf einmal grüne Buttons finden, und zwar die Events. Hier klicken wir auf Event Begin Overlap, also auf das Plus draufklicken und es wird ein Event hinzugefügt namens OnComponentBeginOverlap in Klammern Box. Das sagt euch letztendlich nur Folgendes aus. Was passiert, achtet hier auf in Klammern Box, was passiert, wenn irgendetwas in unsere, Zone reinkommt, in diese Boxzone? Es könnte ein Auto sein, ein Character, ein Projektil. Irgendwas wird ausgeführt, wenn etwas hier reinkommt. Und das definieren wir jetzt. Dafür müssen wir zuallererst aber wissen, wie unser Character überhaupt heißt. Also ihr solltet natürlich wissen, ob euer Character BP Third Person Character heißt, BP First Person Character, BP Survival Character oder wie auch immer. Das können wir ja meistens, nicht immer, aber meistens rausfinden, aber wie gesagt, ihr solltet das schon selber wissen. Indem wir auf der rechten Seite hier auf World Settings draufklicken und hier haben wir etwas, das heißt Game Mode Override und hier sollte ein Game Mode schon ausgewählt sein auf eurer, Hauptkarte. Bei mir ist das der Third Person Game Mode. Hier klicken wir auf Selected Game Mode und hier haben wir die Default Pawn Class. Hier heißt bei mir BP Third Person Character. Das merken wir uns jetzt. Damit weiß ich, die Klasse meines Characters, also die Pawn Class von meinem Character, heißt BP Third Person Character. Habt ihr hier nicht die World Settings, dann geht ihr hier oben auf Window und klickt hier World Settings ganz einfach an. Nachdem wir wissen, dass unsere Character-Klasse BP Third Person Character heißt, werden wir hier den Exec rausziehen und wir geben Branch ein. Ein Branch ist letztendlich eine If- oder Else-Funktion, also du hast hier eine Kondition, eine Boolean-Kondition und die ist entweder wahr oder falsch. Was passiert also, wenn der Input hier von wahr oder falsch ist? Was meine ich damit? Das ist sehr leicht. Das erkläre ich euch jetzt. Hier haben wir den Punkt Other Actor. Other Actor gibt uns immer letztendlich aus, was gerade sich in unserer Box befindet. Als Beispiel, und damit werde ich euch auch gleich das Beispiel von dem Branch erklären können, wartet es einfach ab. Wir ziehen hier den Exec nochmal raus und geben ein Print String. Das ist so nach dem Motto so ein Ding wie bei Java System Out Print LN. Ja? Also das hier gibt etwas in der Konsole wieder, damit wir etwas sehen können. Hier verbinden wir jetzt Other Actor mit InString. Hier sehen wir jetzt, dass eine neue Node geschaffen wurde, GetDisplayName. Letztendlich ist es so, wenn ich jetzt in diese Zone reinrennen würde, würde er den DisplayName von dem, wiedergeben, was gerade in diese Zone reingelaufen ist. Um das zu testen, klicken wir oben links auf Compile und auf Speichern. Jetzt gehen wir hier auf Browse und ziehen einfach die BP Audio Zone, das können wir auch hier unten links übrigens machen, die BP Audio Zone einfach mal dorthin, wo wir sie haben wollen. Ich will das jetzt hier mal auf das Podest setzen oder auch generell da haben. Wir klicken hier oben jetzt einfach mal auf Play. Hier ist mein Character. Und wir jumpen oder rennen jetzt einfach mal da hoch. Und oben links steht jetzt BP Third Person Character C-0. Das heißt, unsere Klasse ist BP Third Person Character. Wunderbar.
Wozu benötigen wir jetzt letztendlich diese if oder else Funktion, diesen Branch hier? Naja, wir wollen ja überprüfen, ob, naja, der Sound, den wir wiedergeben wollen, sagen wir mal so, soll ja nur bei unserem Charakter wiedergegeben werden. Stellt euch mal vor, irgendein Monster, irgendein NPC oder irgendein Projektil, keine Ahnung, fliegt jetzt in dieses Volumen rein und auf einmal wird der Sound wiedergegeben, der eigentlich für euren Charakter bestimmt ist. Das wäre ja äußerst, naja, suboptimal. Deswegen wollen wir jetzt dieser Box sagen, du sollst was auch immer, also was immer du machst, sollst du nur machen, wenn unser Third-Person-Character mit dir overlapped ist oder in dich reingegangen ist. Deswegen haben wir hier eine wahr oder falsche Note. Das bedeutet, ist unser Charakter da drinne? Ja oder nein? Wir ziehen also hier Other Actor raus und der gibt uns ja wieder, welcher Actor, welche Klasse gerade da drinne ist. Wir geben also ein Get Class hier unten unter Utilities, Get Class. Hier ziehen wir jetzt das Return Value raus und sagen Equal oder gleicht gleich, also zwei Gleichsymbole, Equal. Und jetzt sehen wir hier schon einen roten Output, das ist ein Boolean. Diesen Boolean verknüpfen wir mit der Kondition. Hier bei dem Select Class Menü, da klicken wir jetzt drauf und geben einen BP Third Person Character. Hier kommt also euer Character rein, okay? BP Third Person Character. So, was passiert jetzt? Das ist sehr, sehr leicht. Ich habe meine Box. Irgendetwas geht in die Box rein. Ich überprüfe, was ist in meine Box gerade reingekommen, Get Class. Von dem, was in die Box reingekommen ist, ist das gleich BP Third Person Character. Also ist das, was gerade in der Box drin ist, der BP Third Person Character? Ja? Nein. In dem Fall, dass es nein ist, lassen wir alles leer, weil dann soll die Überprüfung gar nicht weitergehen, weil dann ist es egal. Da musst du gar nichts machen. Wenn du aber der BP Third Person Character bist, also true, dann sagen wir, du ons, weil wir dieses Event nur ein einziges Mal im Spiel ausführen wollen. Ne? Wir wollen ja nicht hier ständig in die Box zurückrennen und dann sagt er immer wieder unseren blöden Text. Das wollen wir nicht. Wir wollen nur, dass der ein einziges Mal den Sound wiedergibt. Also du ons. So. Und bei completed sagst du jetzt einfach play sound at location. Du kannst auch einfach play 2D sound sagen, aber ich sag play sound at location. Diese Note spielt letztendlich diesen Sound an einer gewissen Stelle auf der Karte ab. In dem Fall gehen wir jetzt hier oben links auf Box, ziehen das Ganze hier rein, sagen Get Location und sagen hier Get World Location. Das ruft jetzt von dieser Box, die wir auf unserer Karte platzieren, die Weltlocation ab, also den Platz, wo es sich auf der Welt befindet. Und an diesem Platz soll halt letztendlich der Sound auch abgespielt werden. Das bedeutet, unser Sound würde hier genau dort, wo unser Pivot Point, also hier das Ganze ist, das, oder Gizmo heißt es, glaube ich, da soll das wiedergegeben werden. Als Sound wählen wir jetzt den Sound aus, den wir aufgenommen haben. Ich gehe also auf meinen Content Browser und ziehe jetzt einfach mal meinen Beispielsound hier rein. Tutorial, das hieß jetzt hier Tutorial Voice 3er. Wishliste jetzt Battle of Decay Survival aus Steam. Es kostet dich nichts und geht extrem schnell und du supportest mich damit. Das sind jetzt vielen Dank. Das waren jetzt drei Parts, wunderbar. Und noch viel Schleichwerbung dazu, shame on me. Wir ziehen den Sound jetzt ganz einfach hier drauf, damit er hier drinne ist. Tutorial Voice 3er. Als nächstes compilen wir das Ganze und klicken hier auf Save. Dann können wir auch schon das Blueprint schließen, weil mehr müssen wir nicht machen. Dir gefällt das Tutorial? Dann füge jetzt Battle of Decay im Steam Shop einfach auf deine Wunschliste hinzu. Das kostet dich nichts und du unterstützt mich dabei. Jetzt gehen wir in den Content Drawer zurück, dorthin, wo wir unsere Audiodatei hochgeladen haben und machen einen Doppelklick hier drauf. Es öffnet sich das Fenster mit haufenweise Optionen von unserer wunderbaren Wave-Datei. Als nächstes scrollen wir hier runter oder können das hier einfach mal zuklappen alles, bis wir zu dem Punkt Subtitles kommen. Denn hier können wir jetzt unseren Subtitle festlegen. Hier können wir Major auswählen, das bedeutet, sind dort irgendwelche gewalttätigen Sounds. Hier steht schon Adult Content, Major or Adult Content. Manual Word Wrapping, das wollen wir anmachen, weil wir selber definieren wollen, wann der Zeilenumbruch ist oder nicht. Single Line, das ist noch interessant. Wollt ihr euren Subtitle, den ihr gleich definiert, also euren Untertitel, den ihr aufschreibt, wollt ihr das alles auf einen Schlag auf dem Display angezeigt bekommen? Oder wollt ihr unter Umständen das so machen, dass ihr zum Beispiel sage, abonniert der Sky, Pause, der Text wird ausgeblendet, denn dann könnt ihr mehr Tutorials schauen. Und das wird dann nochmal als einzelner Satz eingeblendet, ein paar Sekunden später. Ich denke, diese Variante ist besser, ihr könnt damit rumexperimentieren, ich sag Single Line. Priority lassen wir unverändert und ansonsten arbeiten wir jetzt nur noch mit dem Punkt Subtitles. Wir fügen hier ein Plus hinzu und bei Index 0 schreiben wir den ersten Satz ein. Wir haben zwei Felder. Text, wo unser Subtitle reinkommt, also der Untertiteltext, und Time, wo man letztendlich eine Pause hinzufügen kann, wann er angezeigt werden soll.
Ich zeige euch das anhand eines Beispiels. Wir hören uns die Datei nochmal an. Wishliste jetzt Battle of Decay Survival aus Steam. Okay, der erste Satz ist Wishliste jetzt Battle of Decay's, Survival auf Steam. Schreiben wir mal Steam groß. Wishlist jetzt Battle of Decay Survival aus Steam. Wunderbar. Speichern. Jetzt als nächstes müssen wir gucken, was der zweite Satz war. Wishliste jetzt Battle of Decay Survival aus Steam. Es kostet dich nichts und geht extrem schnell und... Oh Gott, so viele uns. Es kostet dich nichts und geht extremst schnell. Ich schreibe das mal kurz anders. Du supportest mich. Sagen wir einfach mal so. Der dritte Text war ja irgendwas mit vielen Dank oder sowas. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. So, jetzt ist der Punkt der folgende. Alles würde auf einen Schlag angezeigt werden. Jetzt müssen wir natürlich noch gucken, wie sieht das Ganze aus? Wie müssen wir das timen? Dafür nutze ich Audacity. Und bei Audacity ziehe ich jetzt einfach mal die Audiodatei rein. Wir sind jetzt hier Audiopositionen bei der dritten Sekunde, also 3,44. Das bedeutet, ich gebe bei meinem zweiten Text jetzt hier Wishlist jetzt, Battle of Decay und so weiter, ne? Weil mein zweiter Text wäre also, es kostet dich nichts, etc. Und deswegen heißt es, dass wir ab der Audiosekunde 3,44 diesen Text hier wiedergeben wollen. Den dritten Text, vielen lieben Dank, der wäre ab der, lasst mich schauen, 7. Sekunde, fast schon 8. Sekunde. Also 7, 8, 9. Perfekt, wir klicken auf Speichern, schließen das Ganze und sind fertig. Okay, wir hören uns an und damit ist das Tutorial auch schon zu Ende. Wishliste jetzt Battle of Decay Survival aus Steam. Es kostet dich nichts und geht extrem schnell und du supportest mich damit. Vielen lieben Dank. Genial, oder? Also unser Subtitle hat funktioniert. Wir können das Ganze natürlich auch übersetzen, wie man in der Unreal Engine übersetzen kann. Das werde ich euch im nächsten oder im übernächsten Tutorial zeigen. Muss ich mal schauen. Es geht auf jeden Fall verdammt einfach. Bis zum nächsten Tutorial. Haut rein. Wenn ihr Fragen habt, gerne unten die Kommentare reinschreiben. Genauso bei Problemen etc. Ihr könnt auch gerne auf den größten deutschen Unreal Engine Discord kommen. Der ist unten in der Beschreibung auch verlinkt. Und dort haben wir wirklich Millionen von Mitgliedern so ungefähr. Nein, also der ist wirklich schon gut. Da wird euch sehr schnell geholfen. Ist eine korrekte Community. Und ansonsten sehen wir uns immer sonntags um 20 Uhr im Livestream mit Level Design. Dies und das. Battle of Decay, Battle of Decay Survival und followt gerne, wenn ihr noch keine Follower seid, das würde mich auf jeden Fall freuen und wenn ihr, wie gesagt, wollt, könnt ihr auch das Video gerne liken, wenn es euch gefallen hat. Haut rein, bis zum nächsten Mal.